Mein lieber Vidar, herzlich willkommen. Das ist die allgemeine Aussage für Oktober 2020. Du beginnst deinen Monat mit einem Vollmond in deinem Zeichen. Im Laufe des Monats wird es erforderlich sein, alle Ziele, die zur Lösung eines Problems erreicht werden müssen, möglichst realistisch und kooperativ zu definieren. Die friedliche und reibungslose Entwicklung von partnerschaftlichen Verhältnissen und Situationen hängt im Wesentlichen davon ab, inwieweit man bereit ist, Kompromisse einzugehen. Am 4. des Monats hast du Pluto direkt in Steinbock. Im Hinblick auf das weitere Vorgehen bezüglich der Themen Arbeit, Berufung und Behörde ist es notwendig, mögliche negative Konsequenzen präventiv zu identifizieren und eventuell alternative Lösungsstrategien zu finden. Bis zum Jahresende musst du irgendwelche Abstriche machen, um einen erfüllenden Job zu bekommen oder eine quälerische familiäre Angelegenheit zu klären. Zwischen 7. und 9. des Monats haben wir Spannungsaspekte zwischen Merkur, Uranus, Mars und Pluto. Mit großen Schritten möchtest du in einer Situation schnell vorankommen, aber die vorhandenen Lebensumstände fördern viel Zeit und Geduld. Es kann auch geschehen, dass du etwas Neues mit großer Spannung in Gang setzen möchtest. Zwischen 10. und 12. des Monats haben wir Merkur, Sextil, Venus, ein geselliges Treffen oder künstlerische Veranstaltung kann an diesen Tagen stattfinden. Man sollte das Positive in allen sehen und sich auf den schönen Dingen im Leben freuen. Am 14. haben wir Merkur rückläufig in Skorpion. Das heißt, bis Ende November wirst du versuchen, Auswege und Alternativen zu finden. Dies ist so aufgrund von einschränkenden Umständen, die in deinem Leben eingetreten sind. Im Allgemeinen ist es erforderlich, alle Details über eine Sache tiefgründig zu erforschen, bevor man weitere Schritte einleitet. Zwischen 13. und 16. des Monats haben wir mit einem T-Quadrat zu tun zwischen Sonne, Mars, Pluto und Saturn. Du hast die Gelegenheit, mein Lieber, wieder deine Kraft gezielt und sinnvoll einzusetzen. Trotz Hindernissen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du erfolgreich beim Erreichen eines Ziels bist. Manche Beziehungen können problematisch werden, weil man unter großem Stress steht. Dann am 6. Oktober haben wir mit einem Neumond in Waage zu tun. Wichtige Entwicklungen im Bereich der Liebe und Beziehung sind bald zu erwarten. Das Gleiche gilt bei Rechtsangelegenheiten. Und wir haben dann zwischen 17. und 24. Venus, Trigon, Jupiter, Pluto und Saturn in Steinbock. Deine Dienstbereitschaft und Freundlichkeit können an diesen Tagen besonders erforderlich sein. Durch kleine Geste dürfte man seinen Mitmenschen eine Freude bereiten. Zwischen 19. und 30. Oktober haben wir Spannungsaspekte zwischen Mars und Jupiter. Meinungsunterschiede oder Unannehmlichkeiten können in Verbindung mit einem Vorgesetzten oder älteren Menschen entstehen. Und dann, am 31., mein lieber Widder, hast du einen Vollmond in Stier. Geldausgaben sollen am Monatsende überprüft werden. Du wirst dich um eine Person oder Sache kümmern, wovon du dich nicht emotional distanzieren kannst. Mein lieber Widder, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für Oktober. Wenn du eine individuelle Vorausschau für das kommende Jahr brauchst oder eine andere Beratungsart benötigst, kannst du dich jederzeit bei mir melden bzw. eine Beratung buchen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Glück und wir sehen uns beim nächsten Video.